Lieber Zuseher, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Ja, wir schließen gleich an die Folge davor. Wir müssen diesen Mordstrom-Aufzug irgendwie runterbekommen. Wie wir das machen sollen, weiß ich noch nicht. Wir haben jetzt schon den Balkon eingerissen. Und ja, ich weiß auch nicht. Ein Balkon halt, so ein Holzbalkonverschlag, wie man es halt damals gebaut hat, vor 300 Jahren. Und ja, ich muss nach oben. Ah, hier geht's schon recht flott. Mach nicht! Elena, jetzt weiß ich wieder, wie die Frau heißt. Ich kann mir ihren dummen Namen nicht merken. Aufzug zu reparieren. Elena, okay. Wenn ich da jetzt diesen mache, dann muss ich gleich mal schön mich mit diesem Dingsbums, oh schön, da einhängen, weil sonst falle ich in die Tiefe. Achtung. Sehr gut. Der Stein ist brüchig und alt geworden. Geht er da rein? Soll er da rein? Nee. Komm, wir klettern da unten entlang. Mach das mal. Nate. Und hier geht's nicht weiter. Dann klettern wir doch da rein. Hey, und Schwung. Wo sind wir? Aha. Mhm. Auch mal ganz nett. Hier. Du bist oben. Hatte jemand Zweifel? Warte, Moment. Okay. Ich weiß was. Jetzt zieht die Tante. Alles klar. Okay, wir sind soweit. Jetzt kann ich darauf. Hoppala, das geht schon in Bewegung. Ah, anscheinend muss ich gar nicht weiter, sondern muss darüber. Und irgendwie. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Jetzt? Ich mache das Auto zum Aufzug. Sehr gut. Ich lasse mich mal hier runterfallen. Ah, und jetzt kann ich das an das Zahnrad schieben. Los geht's. Das alte Ding, 300 Jahre nicht benutzt. Das schiebt der Nate da einfach mal so rein. So. Jetzt hat er wieder. Der schöne Aufzug. Geschafft! Und die ist sogar direkt gleich reingefahren. Cool. Hey, der Aufzug fährt. Komm her, schnell! Mist, ich komme! Okay. Oh. Hallo. Hi. Und jetzt? Jetzt? Notruf verständigen, wenn man stecken bleibt. Egal. Okay. Da gibt es so Notrufsysteme von der Firma Amphitech. Nee, ich kotz ab. Ich denke an nichts Schlimmes und dann wieder sowas. Womit habe ich denn das verdient? Alter. Oh. Ich sehe gar keinen. Das fängt schon mal an. Das war gerade so entspannt. Chillig. Elena, alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber lass auf. Eieieiei. Ich liebe es. Ihr wisst, meine Formel. Drei Trottel sieht man. Oh, ich bin gleich tot. Und nochmal, was habe ich gesagt? 3, genau, und mal 4, das ist die Uncharted-Formel. Das war es bestimmt immer noch nicht. Was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, das ist mein Munitionsvorrat, der sich sehr stark dem Ende zuneigt. Das muss hinhauen, denn jetzt bin ich bei 0. Okay, das war zu optimistisch. Das ist schade. Ich habe gehofft, Okay. Okay, cool. Da hat es wieder Munition dafür gegeben. Nur rüberspringen kann ich hier nicht. Wo ist der? Noch so ein Lümmel. Okay. Ich merke, wenn ich mich nicht so aufreg, dann lebe ich länger.
Da ist wieder so ein super Atomic Bomberman da hinten, oder? Zoomen. So ein Scheiß. Wie hoch muss ich denn? Wo ist denn da das Ende? Hier. Ich befürchte, das war's noch nicht. Scheiße. Nate, der Aufzug steckt wieder fest. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Leck mich am Arsch. Was mache ich? Nein! Grüezi Fünferl. Das war so nicht geplant. Scheiße. Nate, der Aufzug steckt wieder fest. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Okay, der Aufzug steckt wieder fest. Die habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Hey, spring zu den Klippen. Die Position ist besser. Spring zu den Klippen? What the fuck? Gut, darunter springen hat nichts gebracht, oder? Warte mal, hier rauf. Ist besser, wenn ich da rüber springe, ja. Ich wag's einfach mal. Alter! Oh, krass, geil. Okay. Geht's da rauf und schießt jeden ab, der mir noch in die Quere kommt. Hammer. Hammer. Hammer nicht. Hammer. Hammer. In Deckung gehen. Jetzt heißt es schnell wieder. Und? Schwapp der runter. Komm, schwapp runter. Wo ist noch einer? Ich höre ja da irgendwo ein Schießen. Alles klar, komm. Wir müssen der Elena helfen. Die ist im Aufzug stecken geblieben. Oh, da geht's nicht rauf. Gott sei Dank. Was ist da los? Mein lieber Freund Ben. Dann geht's hier rauf. Und ich sehe auch, wo es weitergeht. Rauf, rauf, rauf. Weiter rauf geht's nicht. Aber hier ist auf jeden Fall so ein Kaschball, der immer rumschießt. Dachte ich jedenfalls. Nein, was ist denn jetzt los? Komm ich nicht rauf? Oh, das ist aber scheiße. Komm. Nee, da komme ich nicht rauf. Was ist da passiert? Wie mag's weitergehen? Alles klar, wir müssen nach oben. Sehr gut. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Hat sie gut gemacht. Ja, komm schon. Du fährst. Du fährst. Oh. Du machst das doch gut. Okay, ich fahre. Wo fahre ich lang? Tja, definitiv. Hier geht's weiter. Hoppala. Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Schön. Schön, schön, schön. Wo lang, liebe Leute? Da. Witzige Folge bis jetzt. Gefällt mir gut. Die Spiele sind absolut abwechslungsreich und unterhaltsam. What the fuck? Weiter hier. So eine Statue hatten wir ein bisschen weiter unten auch schon. Da ist der Aufzug. Was? Nochmal ein Aufzug? Ja, wir müssen durch die Stromschnellen. Gibt's im Auto Rettungswesten? Okay. Sehr interessant. Die Stromschnellen. Dann machen wir das mal. Keine Chance, die Strömung ist zu schnell. Das bedeutet, wir müssen das Auto wieder irgendwo einhängen. Und uns da raufziehen. Uiuiui. Wo führt uns das denn hin, wenn es dumm läuft? Ah ja. Bringt nichts. Doch, das geht schon. Also, sage ich doch, bringt nichts. Nein, das bringt tatsächlich nichts. Okay. Müssen wir das Auto zurücklassen, oder?
mit der Winde darauf. Der steigt nicht mal aus. Hinweis. Meiden Sie Wildwasser. Ja, was mache ich denn gerade? Da ist irgendwie alles Wildwasser. Komm, wir brezeln da einfach mal durch. Moment. Ja, ja. So, ich habe die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Okay. Zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Wo ist der Aufzug? Ich weiß nicht, wo der Aufzug ist. Der Damm da. Fahren wir durchs Schleusentor. Das ist ein Damm? Da war gerade was. Das konnte wichtig gewesen sein. Ah ne, das ist nur hier der Geländewagen. Da ist ein Damm. Okay, das bedeutet, ich gehe jetzt hier irgendwo rauf, öffne den Damm und wir fahren ganz gemütlich, locker, lässer weiter. Nur wo? Ah, da geht es gerade gar nicht voran. Nein, ich mache schon wieder irgendwo einen Mist. Ich sterbe. Nein, ich sterbe nicht. Oh. Was ist da passiert? Ach, die sind hinterhergefahren. Bild selten Blitzweit. So, nochmal. Wir gucken, was ist zu tun. Da kann man schön gucken auf dem Stein. Ich hoffe mal, dass das klappt, ohne dass uns da gleich hier das wieder runtergespült werden. So, alles klar. Ah, okay. Ah, ach, ich sollte da sogar eventuell runter. Manchmal kommen die Hinweise zu schnell. Da bin ich noch gar nicht so weit mit Suchen und bin schon egal. Jetzt ist da gleich Wassermarsch, oder wie? Oder kommen da wieder Offshore? Nee, erste Shoreline-Leute raus. Ist blockiert. Okay, ich versuche das andere. Ich? Dann macht er das auch. Ui, 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 ui. Das hätte man an. So. Und? Und hinter Tür Nummer 2? Achtung, es geht los. Was passiert? Hoppala, da fällt das Glas um. Und nochmal. Dann da rein, oder? Wahrscheinlich muss ich fahren, oder? Machen wir das mal. Alles gut. Coole Sache. Hat Spaß gemacht. So. Scheint, es ist wieder hinter uns zugekracht, oder? Jawohl. Wo geht's lang? Da ist eine Brücke eingestürzt. Da komme ich nicht rauf. Nee. Nee. Jetzt hänge ich auch noch fest. Einmal Übersicht verschaffen.
darauf. Wo wir da eigentlich hergekommen sind. Also von nebenan. Schau mal, da ist die Brücke weg. Na dann mal los, soll ich da Gas geben oder wie? Dann machen wir das. Verdammt, das war knapp. Fast knapp. Muss ich schneller fahren, hä? Ja? Dann fahren wir da auch schneller. Eigentlich gedacht, das klappt so oder so. So. Dann nehmen wir da jetzt mal schön gemütlich Anlauf. Wo geht's denn hin? Na? Geht's da nicht rauf? Nö. Das muss doch da rauf gehen mehr, oder? Okay. Schon wieder so knapp. Hm. Jetzt versuche ich. Anscheinend kann ich da mehr Anlauf nehmen. Ich meine, dann geht die Sache nur ein bisschen zu schlampig an. Jetzt gucken wir mal, vielleicht kann man da hier rauf. Damit richtig viel Schwung runterdüsen. Genau. Festhalten! Jawohl, hat geklappt. Super. Klingst du überrascht? Sehr gut, weiter geht's. Noch nicht nachlassen. Hoppala, Wurzel im Weg. Wenn das Ding Airbags hätte, wären die schon nach einer Minute raus. Was stand da nach oben, oder? Verdammt. Ich höre schlecht zu und ich lese es auch nicht. Aber, komm, da ist eine kleine Leiter. Ach, die gucken wir uns an, mal was hier sich so Schönes verbirgt, oder? Ist ja eine niedliche Leiter. Der hier wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzugwärter-Typ. Und der Aufzugswärter hat irgendwo einen Schatz hinterlassen, den sehe ich schon. Nee. Die Ratten haben Sicherheitsstandards, weißt du? Sie wussten wohl, dass eine große... Schauen wir mal. Oh Gott, alles ist ja sehr wichtig. Oh, klasse. Also das müsst ihr euch unbedingt durchlesen. Das ist nämlich ultra wichtig. Und weg mit dem Mist. Ist natürlich nicht wichtig. So. Oh, und da liegt ein Schatz. Wie geil. Dann mein Schatz Nummer 19. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Ich habe so viele übersehen oder liegen lassen. Gut, dann sind wir hier durch. Was wollten wir machen? Weiterfahren. Ui. Die Chance, dass der Aufzug geht. Bis jetzt waren es Wo ist denn der? Also ich sehe nur einen Teil. Das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad, ein gutes Zeichen. Ja, dann fahren wir mal zum Aufzug und von dort aus. Die wussten schon damals, die Piraten, was so die Breite von einem Durchschnitts-PKW sein wird, der 300 Jahre nach dem Verschwinden ankommt. Alles klar, gucken wir mal. Meine lieben Leute. Mhm. Check ich nicht. Ui. Komm, wir hüpfen noch runter. Da geht's nein. Jetzt mal gucken, vielleicht liegt der Schlüssel noch da. What? Noch ein Schatz? Zwei Schätze in 2 Minuten? Das ist ja ein mega genialer Tag. Was müssen wir machen? Ich bin noch ein bisschen durcheinander, aber es ist ja eh schon wieder Zeit für eine neue Folge. Von dem her, meine Lieben, danke fürs Reinklicken. Wenn es euch gefallen hat, morgen gibt es schon die nächste Folge. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao. Servus.